Geht doch nicht. Also ich habe mich mal umgeschaut und zwar glaube ich den Ort gefunden zu haben, an dem gute Elektronikentwickler, wenn sie ein richtiges Leben geführt und ordentliche Schaltung entwickelt haben, vielleicht wiedergeboren werden. Und zwar befindet sich dieser Ort weit weg in China, und zwar da unten im Südosten, in Hongkong. Genauer gesagt, etwas nördlich von Hongkong, in Shenzhen und in Guangzhou. Das ist das ehemalige Kanton. Und nach etwa 9000 Kilometern und 12 Flugstunden sah das dann so aus. Da bin ich in Hongkong angekommen. Und Hongkong ist also sehr beeindruckend, einfach wirklich eine Metropole, wie man sie in Deutschland nicht findet. Beeindruckende Skyline, Hochhäuser. Baukräne? Und Baukräne auch, ja, Bauarbeiten sind auch einige im Gange. Auch Hochhausfassaden, die eingerüstet sind mit Bambus zum Teil. Ist also auch sehr schön, das wirklich mal live zu sehen, wie das ist. Und Hongkong hat über 7 Millionen Einwohner, das ist also das Doppelte von Berlin. Und dafür braucht man dann auch entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten. Und so sieht es da also aus. In solchen Schachteln geht man da. Wobei, das sind jetzt die besseren. Es gibt dann auch die einfachere Ausgabe. Architektonisch sehr interessant, wirklich. Also aufregende Gebäude, ist richtig so eine Großstadtatmosphäre, wie man sie sonst eigentlich nur so aus irgendwelchen postapokalyptischen Science-Fictions oder so kennt. Oder dann zwischendrin auch mal so kurioserweise eingebaut von den Hochhäusern ein kleines Tempelchen. Verständigung ist Chinesisch natürlich sehr hilfreich. In Hongkong kommt man noch ganz gut mit Englisch auch durch. Im Mainland China wird es dann eben weniger. Wobei die Städte Shenzhen und Guangzhou, weil die ohnehin schon lange eben auch vom Handel mit Europa und der Welt eingebunden waren, dort ist es also so, dass man auch zumindest bei den jüngeren Chinesen doch so einigermaßen mit Englisch gerade brechen kann. Aber ja, also ich habe eigentlich mehr gestisch kommuniziert, weil eben mein Chinesisch sich irgendwie auf 2 Worte oder so beschränkt. Wem das dann zu umständlich ist, der hat auch die Möglichkeit, Übersetzer anzuheuern. Es gibt also immer wieder chinesische Studenten, die ihre Dienste anbieten, die auch wohl relativ erschwinglich sind. Nur eben zu Messezeiten, wo ich da war, gehen die Preise halt drauf. Das heißt, ich habe also versucht, hier mit Englisch durchzukommen. Zum Geld. In Hongkong, es gibt 2 verschiedene Währungen in China. In Hongkong gibt es eben noch den Hongkong-Dollar. Der hat ungefähr einen Kurs 1 zu 10 zum Euro. In China ist es der Renminbi-Yuan. Da ist der Kurs etwa 1 zu 8. Es ist also wirklich so, dass eben historisch bedingt, weil Hongkong ja noch eine ganze Weile lang britische Kolonie war, ist Hongkong auch als spezielle administrative Zone beibehalten worden. Das heißt, die haben eine eigene Währung, eine eigene Verwaltung und nach Hongkong kann man zum Beispiel als Europäer ohne Visum einreisen, aber von Hongkong nach China dann braucht man zum Beispiel ein Visum. Also es ist wirklich, es wirkt noch wie 2 Staaten. Zum Vergleich, was die Kaufkraft angeht, habe ich mal die Big Mac Menü angeschaut. So, der Big Mac Index ist immer gut zum Vergleichen. Kostet in China etwa 19 Renminbi, sind 2,50 Euro. Bei uns etwa 6 Euro. Und das trifft eigentlich ganz gut so den Kaufkraftunterschied, den ich auch schätzen würde. Also etwa ein Faktor 2, 2,5 vielleicht. Also es ist, China ist zumindest in diesen Metropolen gar nicht so viel günstiger als hier. Und wenn man hinfährt, was man auch berücksichtigen sollte, ist, nicht jeder Geldautomat akzeptiert Kreditkarten. Also praktisch, es gibt jede Menge Geldautomaten, aber die meisten akzeptieren eben von der Bank of China oder so, also quasi eine Art chinesische EC-Karte. Und wenn man einen findet, der Kreditkarten akzeptiert, den sollte man sich dann merken, dann weiß man, da kann man hingehen. Shenzhen liegt eben nördlich von Hongkong, direkt an der Grenze. Und ist dort eben eigentlich entstanden, als Hongkong noch Kolonie war, als britische Kolonie war. Hongkong ist eben wirtschaftlich aufgeblüht und in Shenzhen haben sich dann die Betriebe angesiedelt, wo die chinesische Arbeitskräfte dann in den Produktionsbetrieben tätig waren.
Shenzhen eine sehr junge Stadt, eben auch ganz moderne, urbane Architektur und rasant gewachsen, hat je nachdem, was man dazu nimmt, so 9 bis 10, 12 Millionen Einwohner, also riesig. Also man muss sich das mal vorstellen, also man nimmt Mannheim mal 30, das ist dann Shenzhen. Auch dort gibt es Wolkenkratzer, atemberaubend, also man läuft so durch die Gegend. Ein, der besonders auffällt, auch nachts, wenn die Fassade bunt beleuchtet ist, das ist der Kinki mit 100 Stockwerken. Ist ein Banken- und Wirtschaftsturm. Und das Bild habe ich jetzt aus der Wikipedia geklaut, weil als ich da war, war der Himmel immer bedeckt und es war riesig. Und bei diesen riesigen Gebäuden sieht man dann fast nichts mehr. Wie ist das mit Smog? Smog hatte ich keinen da, aber man merkt schon, man ist näher am Äquator, in der tropischen Klimazone. Es ist also jetzt im April sehr angenehm warm gewesen. Allerdings über eine dicke Wolkendecke und die Sonne kam also selten mal durch, dass sie wirklich bis auf den Erdboden schien. Und je nachdem wird es dann auch etwas schwül. Also es regnet hin und wieder auch mal und dann wird es schwül. Wobei bei dem Regen, da kann ich also verstehen, dass die Engländer sich da wohl gefühlt haben, weil es fand ich zu Hause nur wärmer. Hotels gibt es da auch, atemberaubende Bauwerke, also auch riesig und fantastisch mit der Architektur. Wo sich die Architekten wirklich mal austoben konnten. Allerdings dann auch in einer Preislage, die jetzt nicht unbedingt meinem Budget entsprach. Aber zum Angucken von außen sicherlich auch sehr interessant. Guangzhou, etwa 150 Kilometer nordwestlich von Shenzhen, das ehemalige Kanton, ist ungefähr genauso groß, also 9 Millionen Einwohner. Dementsprechend auch eine ganz moderne Stadt, die auch stark am Wachsen ist. Also ich habe ein Wohnbaugebiet zufällig gefunden. Und das sind also nicht wie bei uns irgendwie so kleine Sträßchen mit ein paar Reihenhäuschen, sondern Neubaugebiete, das sind wirklich Türme, die also mindestens so 40 Stockwerke haben und auch nicht einer davon, sondern Dutzende. Und im Vordergrund sieht man diese Baubuden. Das sind also zweigeschossige, containerartige Bauten. Und im Neubaugebiet gibt es dann einen Neubautempel, auch sowas wird da reingebaut, ganz kurios. Mit Goldfischreich vorne dran und hinten dann aus betonten Blocken ein Tempel. Hat das ganz schick, wie das so alles eingerüstet ist und dann die Tempel da drauf. Im Stadtkern findet man einige ganz hübsch angelegte Parks. Und da hat man dann auch einen starken Kontrast zwischen zum Teil noch von den aus Kolonialzeiten stammenden Architektur, wie hier so im Vordergrund zu sehen, und dann im Hintergrund eben diese futuristischen Bauten. Das hier ist das Gebäude von der Bank of China. Das sieht wirklich aus wie so ein Raumschiff, was da gelandet ist. Das Essen in China ist sehr empfehlenswert. Das Problem ist allerdings, wenn man kein Chinesisch kann, so wie ich, dann ist hier das Menü ein Überraschungsmenü. Also man hat oft das Glück, also die Leute merken ja, dass man keine Ahnung hat und kein Wort Chinesisch spricht, dann kommen sie gleich mit der Karte, wo die Fotos drauf sind. Das sind also kleine briefmarkengroße Abbildungen, da kann man sich so ein bisschen was raussuchen. Und dann muss man eben hoffen. Aber meiner Erfahrung nach, also schmeckt eigentlich fast alles. Und es ist zum Teil, denke ich, vielleicht auch ein Vorteil, wenn man nicht versteht, was man da gerade isst. Also, ich hatte auch Hühnerfüße dabei und irgendetwas, das waren so kleine zylindrische Fleischstücke, wo ich immer vermute, das könnte eine Schlange oder so gewesen sein. Den berühmten Hund hatte ich allerdings nicht, oder ich wusste es nicht. Ist alles sehr lecker. Was mich so ein bisschen gestört hat an der chinesischen Küche, die machen mit dem Messer einfach alles klein, also die nehmen ihre Ente und dann zack, 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 wird in Stücke gehauen und da sind auch die Knochen noch mit drin und die muss man dann immer so ein bisschen da rauspulen. Also es wird nicht so schön tranchiert und zerlegt wie bei uns. Außerdem gibt es japanisches Essen, was ich auch mal ganz nett fand, so ein Sushi-Circle für 75 Cent pro Tellerchen, also das würde ich mir hier in Mannheim auch gerne mal wünschen. Und natürlich jede Menge Snack-Gelegenheiten, die Teil Asiens, so einfach auf der Straße Garküchen. Hier zum Beispiel die chinesische Ausgabe der Currywurst. Das sind so kleine Würstchen, die werden dann schön so spiralig geschnitten. Das sieht also ganz toll aus auf dem Spieß. Man nimmt auch so einer kleinen Wurst, dann so eine große Wurst.
Und die gab es jetzt auch mit einer Würzung, die wirklich ziemlich so unserem gelben Curry entspricht. So ein Nachwasser-Kombination, die auch immer Currywürsten drauf ist. Dann Pizza-Service habe ich gefunden, per Fahrrad, also nicht per Kleinwagen oder Moped. Gibt es hier auch? Ja, habe ich hier in Mannheim. Ja? Ja. Joey in der Innenstadt liefert mit Fahrrad. Im Fahrrad. Also ich hatte es bis dahin in Deutschland noch nicht gefunden, aber meine Frau hat dann auch, ja, das gibt es ja auch. Also von daher ist es vielleicht nicht so originell. Aber in China, die machen inzwischen viel mit E-Bike. Also die trampeln nur weniger und rollen nur noch durch die Gegend. Oh nein, das heißt, sie werden dicker. Wenn sie dicker werden, möglich, müssen sie alles größer bauen. Die Wirtschaft wird kamotieren. Aber noch gibt es auf den Banken, also alles gesunde Sachen. Unter anderem eben auch Frischfisch, immer wieder in Aquarien oder Becken. Und passend dazu eben auch eine Frischwasserschlange. Da dachte ich zuerst, das wäre ein Aal. Und wenn man ein bisschen genauer guckt, stellt man auch so fest, nee, das sieht mehr aus nach Schlange. Dann gibt es frisch gepressten O-Saft, sehr lecker. Also direkt aus der Presse in die Flasche gedrückt. Und frisch gepressten Z-Saft. Habe ich ein bisschen gerätselt, was das ist. Das ist also kein Bartmus, sondern Zuckerrohr. Und das geht wirklich so direkt in so einen Schredder, wird dann so aufgequetscht. Und unten läuft eben wieder der Saft in die Flasche rein. Ist halt relativ süß, hat aber eben noch, weil es frisch ist, wirklich so eine, ja, so ein bisschen grasig frische Geschmackskomponente. Und bei heißen Temperaturen fand ich das ganz angenehm. Dann gibt es die biologisch abbaubare Getränkeverpackung. Also auch sehr fortschrittlich. Die aufgeschlagene Kokosnuss mit Strohhalm. Auch ein guter Durstlöscher. Und jede Menge verschiedene Früchte. Also als ich jetzt da war, war Ananas sehr populär. Dann so kleine Mangos. Was die Frucht hier vorne ist, kann ich nicht sagen. Schmeckt aber auch sehr gut. Und die gab es auch an vielen Ecken. Stinkfrucht im Sonderangebot. Also das hat man dann schon einige Mädels aus Angebot entfernt. Ich habe es ja einmal probiert, also schmecken tun die ganz okay, wenn man über den Duft hinweg sehen kann. Aber der Duft ist schon sehr eigentümlich. Also heißt auch Käsefrucht, hat so ein bisschen was Käsiges, aber naja, man muss es mal gerochen haben. Ich glaube, Hopp-Gehüse. Ja, also nicht so zuckersüß, aber schon süß. Also es ist innen drin so ein gelbliches Fruchtfleisch, was dann hier so, ja, so speichen Arten sind. Was ich besonders lecker fand, das war in den vielen Garküchen diese Spießchen. Es also in verschiedenen Variationen gibt, also Hütchen oder Schwein oder so kleine Tintenfischlein. Und die braten die einem also für ein wenig Geld dann gleich frisch und würzen die auch. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, und bei kulinarischem Heimweh eben gibt es das goldene M. Also irgendwann denken wir, jetzt wird vielleicht mal Zeit. Die haben ja, die haben da auch Sauerbraten und Sauerkraut und so. Ja, also es ist gerade in den großen Städten ist inzwischen auch internationale Küche mehr und mehr vertreten. Also ich habe mal eine Pizza gegessen, die war eigentlich nicht schlecht, nur der Teig war so ein bisschen süßlich. Also da haben sie irgendwie das nicht ganz gut getroffen. Warst du auch von Gelben in Deutschland? Ja, war ich auch. Schmecken die Burger genau wie hier? Doch, ja, die schmecken genau. Also das ist wirklich gerade ein Standard. Also, und eben der Preis ist halt, weil McDonald's immer die Produkte dafür auch lokal bezieht, ist der Preis immer sehr guter Anhaltspunkt für die Kaufkraft. Bei dem Burger ist Fleisch drin und Brot und Landwirtschaftsprodukte, du hast die Löhne, die Nahrungsmittel, Strom, Wasser und das fließt dann alles in den Burgerpreis. Es gibt ja auch Entwicklungen. Ja, genau. Verkehrsmittel in China sind generell sehr günstig. So, das Bequemste, was man haben kann, ist ein Taxi. Da muss man sich nur darum kümmern, dass man dem Taxifahrer das Reiseziel irgendwie auf Chinesisch mitteilt. Also am besten eine Visitenkarte von einem Hotel oder so, wo man hin will, die hält man ihm unter die Nase und dann klappt das. Kostet also 10 bis 30 Renminbi, sind also von 1 bis 4 Euro. Zufahren ist auch sehr angenehm. Witzig fand ich, dass ich ohne Reisepass keine Fahrkarte kaufen kann und dass man auch die Bahnsteige also erst kurz vorher betreten darf. Also das ist gemacht ähnlich wie bei dem Flughafen. Es gibt eine Wartehalle, da
dann wird irgendwann der Zug aufgerufen, dann öffnet sich die Schleuse und man kann auf den Bahnsteig raus und direkt in den Zug einsteigen. Und im Zug dann, also man merkt, es gibt viele Chinesen und die haben kein Problem mit Personal. Also im Zug gibt es jede Menge Servicepersonal, die haben dann den Platz anweisen. Es gibt die Frau, die also während der Fahrt durch den Zug läuft und immer Müll wegräumt und aufklärt und so. Also da sind eine ganze Menge Leute während der Fahrt auch tätig. Metro, also U-Bahn-System, ist in den großen Städten auch sehr gut zu benutzen. Man muss sich so ein bisschen an den chinesischen Karten da orientieren und gegebenenfalls auch mal die Stationen abzählen. Aber speziell in Guangzhou und Hongkong hat man eben auch die englische Umschreibung der Ortsnamen. Und das hilft halt sehr, weil chinesische Zeichen erkennen, dass man das geübt hat, kann ich ja wohl nicht. Bus ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil da ist wirklich alles nur noch auf Chinesisch. Das heißt, da hat man so ein bisschen eine Abenteuerfahrt. Man muss mal aus dem Fenster gucken, wo es hingeht, gegebenenfalls dann auch mal wechseln. Oder ich hatte mir, was auch sehr hilfreich ist, Google Maps mit eingepackt und konnte dann über GPS immer tracken, wo der Bus gerade ist. Und das ist zu Fuß eben auch eine sehr gute Herangehensweise. Also ich habe so ein billiges Android-Tablet mitgenommen und dann eben mit dem Stadtplan und GPS kann man sich ganz gut zurechtfinden. So sieht so ein U-Bahn-Plan aus. Also das ist jetzt so ein View. Wir kleinen dann eben immer die englischen Bezeichnungen darunter. Und Straßen können in diesen Städten eben auch relativ groß sein, also 2x4 oder 2x5 Fahrspuren für die Hauptstraßen ist da keine Seltenheit. Und da kann man dann auch nicht mehr so ohne weiteres zu Fuß rüber, sondern da gibt es dann Über- und Unterführung. Und zu Fuß ist das nur für Wagemutige wie hier, die riskiert es gerade. Und weiß nicht, entweder hat sie eine Tasche dabei oder ein Kind auf dem Arm, diese Person. Das scheint also etwas wagemutig. Bushaltestellen fallen unter Umständen eben auch recht groß aus. Also das sind hier, wo ich draufstehe, das ist die Überführung über die Straße und dann gehen die großen Treppen runter. Und das sind also Haltestellen für mehrere Buslinien. Und in der Mitte sind getrennte Fahrspuren für die Busse, dass die wirklich nicht im Stau stehen, sondern relativ zügig durchkommen. Und zügig, die chinesischen Busfahrer, die fahren auch zügig. Geben Gas und dann fallen alle nach hinten und dann ist wieder Platz im Bus. Und wenn der bremst, dann fallen alle nach vorne und können Leute aussteigen. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, wie hier. Ja, die fahren nämlich anders. So, Rush Hour, mal eine Schlange an der Bushaltestelle vom Einkaufszentrum, so vom Innenstadtbereich. Das hat mich dann schon etwas abgeschreckt. Das fängt das irgendwo ganz da hinten an und geht hier vor. Da war ich froh, dass ich mein Hotel in fußläufiger Entfernung hatte und zu Fuß nach Hause gehen konnte. Dann Messen in China. Das war eigentlich der Grund, warum ich hingefahren bin. Ich habe mich für zwei Messen interessiert. Das eine war die China Information Technology Expo. Und Bestandteil davon ist die China Electronics Fair, die ich mir anschauen wollte. Die ist in Shenzhen und 3 Tage lang. Und dann geht es in Guangzhou. Die China Import and Export Fair, was so die größte und vielleicht auch älteste Messe von China ist. Die findet zweimal jährlich statt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und unterteilt sich in 3 Phasen, jeweils 5 Tage, wobei jede Phase unterschiedliche Themenbereiche abdeckt. Für mich war jetzt die erste Phase interessant, wo es eben unter anderem auch um Elektronik und Computerartikel und Und von der Größenordnung ist die Messe so ungefähr der Hannover Messe vergleichbar. Also sie ist von Fläche und Besucherzahl ein bisschen kleiner, aber nicht viel. Dann ist das so dieselbe Kategorie. Die Messegebäude sind, wie auch die Städte, eben sehr modern und sehr groß. Also irgendwie, Chinesen sind ja eigentlich keine so sehr große Rasse und irgendwas müssen die kompensieren. Die bauen also Häuser, boah. Und dementsprechend ist das alles sehr, sehr beeindruckend und monumental. Witzig fand ich diese Messemaskottchen nicht irgendwie an die Tanze erinnern. Und auch die Messehallen, also einmal, die hatten so Entfernungsmesser, so Laser-Entfernungsmesser verkauft, da habe ich mal die Höhe gemessen. Das waren also nur 25 Meter.
Ja, eben. Man fragt sich, warum, aber ja, weil kann man, man, man muss eben zeigen, dass man eben ein großes Land ist, das ist ein tolles Land. Und wenn man Bodendinge ausstellen will. Riesig. Schiffe. Dann 3D-Drucker, Messerschneider, ja, auch gefunden. Das ist der Abt, der auch schon mal in verschiedenen Zeitschriften besprochen wurde. Da hat es also da auch einen Stand. Ganz nett. Und dann die Canton Fair, also auch riesige Hallen, wenn man mal sieht, so die. Also hier hinten, das sind Menschen. Ja. Also das ist im Vergleich zur Hallenhöhe zu sehen. Wobei die dann wenigstens auf 2 Etagen in der Saal oder 3 Etagen verteilt haben. Aber das sind wirklich also Wänse gebaut. Man mag allerdings auch, das ist so ein bisschen chinesisch gebaut, also diese Abdeckung, das sieht ja so ganz hübsch und futuristisch aus. Das sind irgendwelche Bleche, die sie da auf Stahlträger aufgebracht haben. Und dann die Schrauben, mit denen das gehalten ist, oder so die Querblechstreifen, die haben sie irgendwie aus Nicht-Rosten im Stahl, aus Rosten im Stahl gemacht. Der Rest ist Nicht-Rosten. Das heißt, die Dinger sind also schon rostig und die Brühe läuft da runter und es ist absehbar, dass die mal ausgetauscht werden. Ja, lustig ist auch der Kerl hier am Messeeingang, steht eben der Repräsentant der stolzen chinesischen Armee, muss den ganzen Tag da in die Ferne gucken. Ich habe mich dann nur gefragt, ist das jetzt also eine besondere Belohnung oder eine Strafe, da steht und sich mit all den dummen Messebesuchern abrichten zu lassen. Nach der Gehirnwäsche, wenn du das heute ein ganzes Ja, so in Leuten gibt es ja auch sowas. Hast du mal versucht, ihn zum Namen zu bringen? Ja, ich weiß nicht. Also, das ist vermutlich Letzteres. Hier drin ist auf der Messe sehr viel internationales Publikum, weil das eben eine internationale Messe ist. Was mir aufgefallen ist, in den Städten trifft man kaum aus. Also, es ist wirklich eine Seltenheit. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass es einfach riesige Städte sind, wo die Zahl der Ausländer runtergeht. Und es sind eben auch. Also man merkt wirklich so, wenn man als Deutscher da ist, dann ist man selbst der Neger quasi. Also der aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner nicht vorhandenen Sprachkompetenz und aufgrund seiner kulturellen Unbedarftheit auffällt. Das hier hat mich eben auch an zu Hause erinnert, fand ich dann sehr schön. Da weiß man dann, was herkommt. Und wir haben also noch Potenzial, es gibt noch so Poffertjes, Backautomaten und sonstige Gebäckmaschinen, also wir können da noch deutlich aufrüsten. Und sowas fand ich auch witzig, dass es das auf der chinesischen Messe gibt, wo der Schwerpunkt eigentlich Elektronik war. Also es war eine Halle, wo Elektronikbeleuchtungen und Dekobeleuchtung so für den Garten waren. Und das sind irgendwelche witzigen Figürchen, die man dann wahrscheinlich zum Herbst auf deutschen Weihnachtsmärkten findet. Also Schneemänner, Nikoläuse oder sonstige Figuren. Also man schüttelt manchmal echt den Kopf, was die Chinesen alles produzieren. Aber irgendwie alles. Ist das alles abnehmbar. Ja. Dann Shopping ist auch ein großes Thema. Also in den Städten, wo ich war, kann man wunderbar einkaufen. Problem ist nur, man muss die Zeit haben, denn die Städte sind riesig, dementsprechend sind die Einkaufszentren riesig, wie man hier sieht. Und es gibt eben nicht nur eins davon, sondern es gibt so viele. Und dann das schlussendliche Problem ist, dass der Kapazität, wenn man zurückfliegen möchte, man ist auf die 20 Kilo beschränkt und man müsste eigentlich ein Containerschiff haben. Besonders schön, und damit komme ich auf den Anfang zurück, sind die Elektronikläden. Es gibt also wirklich ganze Stadtviertel und Straßenzüge, wo sich also ein Elektronikladen an den anderen hat. Also in dieser Straße sind auf beiden Seiten und im ganzen Viertel nur Elektronikgeschäfte. Also Reichelt neben Konrad, neben Pauling, neben was man sich nur denken kann. Und deshalb denke ich also, wenn, dann möchte ich da mal wieder geboren werden, weil die haben auch alles. Also da kriegt man. Man sieht es ja an den Kästchen, also vom kleinsten Transistor bis zum größten Motor kann man sich da alles besorgen.
Man müsste nur Chinesisch sprechen können. Da kann man sich auch durchfragen und bis zur richtigen Komponente. Ich habe Mike heute Mittag noch davon erzählt und gesagt, ich habe da was auf YouTube gesehen, wo sie halt tatsächlich so diese ganzen Transistoren und alles in Auslagen haben und das zeigst du es gerade. Ja, genau. Es ist wirklich so in Vitrinen und man kann sich das da auch so einen Schalter und was man haben möchte. Ey, wenn das mit der Wiedergeburt geklappt hat, dann schick mir eine Anleitung. Ja. Dann LED-Lernen gibt es natürlich auch, klar, also LED-Lernen, es muss bunt sein, es muss blinken und es muss hell sein. Und so sieht er bei Tag aus und so bei Nacht. Das war mit dem Dann gibt es jede Menge Schalter auch da, die von hübschen Chinesen verkauft werden. Also man sieht, es gibt auch eine ganze Reihe Frauen, die diese Lädchen betreiben. Also die sind da auch ganz handelstüchtig. Und es gibt auch für abgefahrene Wünsche gibt's Sachen, zum Beispiel für Röhrenfreaks. Oh. Das war in einem Kaufhaus, das sich auf so Audiotechnik-Spiele spezialisiert hat. Da waren also lauter kleine Geschäfte drin, die Hi-Fi-Einlagen und so Zeugs verkauft haben. Und es gab dann im ersten Stock die ganze Etage nur Röhrentechnik. Also Röhrenverstärker, Röhren zum Selbstbauen, Röhren, was weiß ich. Dann was anderes für Mechanikfreaks, eben Kugelgewindespindeln, Linearführung, Kugellager, Motoren, was das Herz begehrt. Schrittmotoren. Jetzt man die Dinge haben halt Gewicht. Aber hier für Motorfreaks, also Schrittmotoren, groß und klein, Brushless-DC-Motoren, Zwischenmotoren, alles. Würde das gehen, sowas als Päckchen nach Hause zu schicken? Päckchen? Geht auch. Also alles, was du da siehst, kannst du vermutlich einfach auf AliExpress kaufen. Also, es ist so... Ich habe keine Kreditkarte, ich kann das nicht. Tankstelle. Bei den Elektronik-Kaufhäusern hast du oft hinten dran so eine Straße und da sind dann die einzelnen Versender. Da hast du dann also China Post und DHL und EMS und wie sie alle heißen. Und da kannst du verschicken. Es ist aber so, also es kostet Geld. Also es sind, glaube ich, für ein Kilo haben wir so 10, 12 Euro. Für 5 Kilo bist du bei 50 Euro. Also es ist nicht so super günstig. Ja. Es wird günstiger, also sprich, es kostet die Hälfte, wenn du es per Surface Mail schickst oder per Airmail, dann dauert es eben länger, kann es bis zu 2 Monate dauern. Also die Extreme ist eigentlich ein Frontend für so eine Straße. Ja, auf alle Fälle. Also, ja, hier ist der Tempel, also da muss man hin. Das ist das SEG-Kaufhaus in Shenzhen. Das ist also the place to go als Elektroniker. 10 Etagen, wirklich nur Elektronik. Also es gibt noch eine Menge Kaufhäuser nebendran, die verkaufen Computer und Handy und Zubehör und was weiß ich. Aber hier 10 Etagen, nur Elektronikzeugs. So sieht es da drin aus, so im Eingangsbereich. Das Ganze ist also so, man hat dieses Gebäude und da drin eben diese ganzen kleinen Händler. Wobei die Händler eben oft nur so eine kleine Box hier haben. Also das ist also ein Händler und hier neben dran der nächste. Und da sitzt wieder einer. Und so gibt es also wirklich hunderte, tausend von kleinen Händlern, die sich dann je nachdem auch spezialisiert haben. Der eine verkauft nur LED-Zeugs, der andere nur Taster, der dritte nur ICs. Und so muss man dann natürlich gucken, wo man das kriegt, was man eben sucht. Also das ist so ein bisschen schwierig. Als Tourist läuft man eben meistens nur per Zufall an das dran, was einen interessiert. Und hier ist eben der Eindruck, da ist also wirklich was los. Und es liegt nicht hier hinten, weil es nicht mehr so scharf, aber es ist also eine Riesenfläche, so auf einer Etage und haufenweise Händler und Leute. Dann Hacking in China findet man auch auf etwas andere Art als bei uns, zum Beispiel im Bereich Elektroinstallation und Leitungsführung. Da gab es noch viel schönere Bilder. Und ja, also das ist wie Kraut und Rüben, also ganz kunstvoll alles durcheinander geflochten. Und man wundert sich nur, dass es funktioniert. Also das erfordert schon ein gewisses Talent, sowas dann noch zum Laufen zu kommen.
Bürgermeister, Bürgermeister, das ist ein Stadtviertel abgebrannt. Schon wieder! Ort hat die neue Sitzung. Ja. Dieses Logo und der Spruch dazu, nothing is impossible with Apple Repair Experts around you. Oh. Also die Markenprodukte, die sind natürlich auch in China sehr teuer. Also eigentlich dieselben Preise etwa wie bei uns hier. Und für einen Chinesen ist das dann wirklich viel Geld und dementsprechend lohnt sich auch das Reparieren noch viel mehr als bei uns. Und von daher findet man also auch viele Angebote, Handys wieder in Stand zu setzen und man kriegt immer auch alle Ersatzteile da. Also jede Handykamera, jede Touchscreen und was man alles braucht, ist da zu bekommen. Das Logo ist geil. Fernsehreparaturwerkstatt fand ich auch ganz hübsch. Ist also im Prinzip so eine Garagenwerkstatt gewesen. Das war in so einer kleinen Gasse, habe ich das gefunden. Und da saß jetzt links, der war nicht ganz drauf, so ein älterer Herr und der hatte irgendwas zusammengelötet mit so einem dicken Bratkolben. Und ja, sieht also, finde ich auch so wie bei Meister Eder in seiner Zimmereienwerkstatt, nur eben in Elektronik. E-Bikes sind auch der große Renner in China. Also man strampelt nicht mehr, sondern alles wird elektrifiziert. Und der war also auch gerade dabei, hier so ein etwas altertümliches Lastenfahrrad umzubauen. Und man sieht also, hier ist so ein Motor, der hat den hier vielleicht ausgetauscht. Und das wird dann einfach angefrickelt mit irgendwelchen Zahnriemen und gebastelt und dann läuft das. Bei mir im Hotel, im Aufzug, auch wieder Hacking pur. Also das hier ist die Anbindung der Notbeleuchtung mit Isoband und hier dieses Notruftelefon eben auch mit Isoband einfach verdrillt, Kleber drauf. Direkt dran Safety Regulations. Ja. Spannend auch die Do-it-yourself-Tischkreissäge. Man geht also irgendwie in Baumarkt, kauft sich so ein billiges Handkreissägenmodell und dann einfach eine Multiplexplatte, ein bisschen Dachlatten als Untergestell, hier noch so einen hübschen Schalter, der baumelt also frei da so in der Luft und schon hat man eine Tischkreissäge. Da ist aber absolut nichts gegen einzuwenden. Man muss halt aufpassen. Würde ne? Doch TÜV, der würde so nicht mehr so gerne sehen. Das mit dem Schalter ist ein bisschen kritisch, aber sonst. Besonders gut gefallen hat mir die Barbecue-Turbine. Da bin ich abends mal so durch die Gassen gestreift. Und es gibt halt jede Menge kleine Restaurants da. Und zum Teil kann man eben draußen sitzen, wenn man hier sieht. Das ist also ein ganz großer Platz, den wir noch weitergehen. Und die haben da Fisch gegrillt, was auch entsprechend den Rauch und Dampf erzeugt. Und dann hat er hier wirklich an so eine Stahlschwarte geschweißt. Aber so einen riesen Ventilator war gehabt, so eine Megaturbine. Und die hat wirklich hier den ganzen Rauch abgezogen und dann bestimmt in 3-4 Meter Hochstrahl hier rausgepustet. Das ist halt so eine Win-Win-Situation. A, du lockst Kunden an, weil sie mal gut riecht und B, du hast frei Sicht. Das muss halt wieder sein, dieser Strahl da rausschießt. Also, das ist wirklich gut. Also von daher, in China kann man wirklich eine Menge erleben. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er die Gelegenheit hat, da mal hinzukommen, packt den Koffer nicht zu voll. Es gibt sehr viel zu kaufen und mitzunehmen. Und ansonsten sage ich das, was ich auf Chinesisch kann. Xie xie. Danke. Euer Fenster.